Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich, ihr Daily Shop News. Wir gucken uns mal ganz kurz an, was hier aktuell Sache ist. Hier hat sich jetzt was geändert. Also wir haben jetzt bei der Mom's Old Fashioned Mystery Box den Stewie am Start. Finde ich jetzt nicht wirklich so spannend, dass man da deswegen seine hart erarbeiteten Gems für ausgeben muss, um Stewie eventuell zu bekommen. Gibt es ein paar andere Mythics, wo ich sage, okay, die sind spannender. So, dann schauen wir doch mal direkt in den Shop rein. Dann haben wir hier die Meisterschaft, also alles andere ist gleich geblieben. Na, zum gestrigen Video. Da haben wir die Meisterschaft und dann gehen wir doch mal gleich in die erste Daily Combo Mastery rein. Das ist hier der Normal Stan. So, und der Normal Stan ist jetzt nicht wirklich prickelnd, muss ich sagen. Ja, was kann der überhaupt? Lass uns mal da reinschauen. Gibt es nur zwei Kombos? Ich kannte den vorher auch noch gar nicht. Den noch nie vorher gesehen. Mit Painkillers. Toll. Sensationell. Hat nicht mal einen Effekt. Ist um eins stärker als der normale Stan. Also eigentlich eine Verarsche, wenn du so willst. Ja, und dafür 500 Gems. Okay. Ja, also. Lächerlich. Mich würde mal interessieren, ob es da wirklich Leute gibt, die so eine Combo dann auch echt noch kaufen. Einfach so, weil so, so, ich kaufe alles. Ich kaufe alles. Ich kaufe alles. Ich hab keine Ahnung. Also, es ist schon krass. Naja, gut. Hier haben wir den High Leg Man. Der ist natürlich schon ein bisschen besser als der Normal Stan jetzt. Hier haben wir einen Roger. Es sind einige Karten dabei, die so Hypno-Toad, Leon, Petard, Prescription Weed, das sind die ganzen Bilder noch gar nicht da. Baked Evil Monkey, Chinchilla Addict, ja, alles die neuen, das sind dann wohl die neuen Addicted-Karten. Hier haben wir mal eine, die es so gibt, die Toad Licking oder Kröten lecken. Ja gut, der High Leg Man. Also als jetzt besonderen First Hitter würde ich den jetzt mal nicht einstufen. Ich finde den jetzt, also von den ganzen Roger Combos ist der High Leg Man jetzt nicht unbedingt einer der starken. Also Roger hat ja üblicherweise eigentlich Gasattacken und da ist er echt mega stark drin. Der High Leg Man. Naja, Marmalade ist was anderes. Marmalade ist ein richtiger First Hitter, aber High Leg Man lohnt sich nicht wirklich. Also. So, dann kommen wir jetzt hier zur nächsten Kombo. Die war gestern doch schon drin. Das Bürgermaskottchen. Was will ich denn? Also Leute, wenn ihr es gestern schon nicht geholt habt, dann braucht ihr es heute auch nicht zu holen. Und wer es gestern geholt hat, braucht heute nicht vom Rumble seine teuren Steinchen dafür ausgeben, weil das Ding lohnt sich nicht. Nein, tut es nicht. Sonst ist Papa gleich böse. Nicht machen. Nicht, 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 nicht. Muss nicht alles kaufen. So, dann gehen wir mal weiter in die nächste rein. Und das ist auch wieder so ein Ding. Also Bobby ist ja schon mega geil normalerweise. Da gibt es richtig coole Kombos mit dem Bobby. Aber sorry, Leute. Der Jug-Spieler Bobby oder auch hier Jug-Blower Bobby. Also, wenn ich jetzt hier die Furzschule für Hochbegabte angucke und den Bobby. Ich hätte jetzt beide Karten im Deck. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich die Furzschule für Hochbegabte und den Bobby lieber separat lasse. Als jetzt da den Jug Blower Bobby zu machen. Ja. Da
Ding lohnt sich doch nicht. Das ist doch wirklich Käse. Also der heutige Shop ist ganz, ganz großer Müll. Lohnt sich nicht. Braucht ihr gar nicht großartig reinzugucken. Braucht ihr euch nicht für einzuloggen. Wenn es hilfreich für euch war, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Schreibt mal eure Meinung zu den Karten in die Kommentare. Eure Meinung werde ich dann auch hier einblenden im nächsten Video. Und ja, abonniert den Kanal, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown mit mir, dem Herrn gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.